Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir konnten das DFB-Pokal-Hauptrundenspiel, erste Hauptrunde gegen Lotte glorreich mit 1:0 gewinnen. Jawohl. Aber hey, wir haben gewonnen. Alles andere ist egal. So, weiter. So, wir haben ja jetzt den Pulisic angefragt. Ist doch schon akzeptiert worden, soweit ich gesehen habe. Gucken wir mal. So, Rizzo Dorn, 17,5 Millionen. Jetzt haben wir gesagt, 20 Millionen wollen wir für den haben, nicht? Genau. Forderung stellen. Haben wir immerhin 20 Millionen für Pulisic ausgegeben, sozusagen. Wenn man den Dorn damit einrechnet. So, was willst du? Du bietest 20 Millionen, KAA Gent. Ja, kannst du haben, schenke ich dir. Für 20 Millionen gerne. Wer ist das? FC Bologna. Bietet 18 Millionen, ich will aber 20 haben. Freunde der Sonne. So, was haben wir jetzt hier? Kaufangebot für Matthias Bader. Ablehnen, ablehnen. Müssen wir noch Verträge machen dann. Ist noch nicht ausgeschöpft, 3 Wochen aus, ja. Katterbach wurde abgelehnt. Paris, Athen auf Wiedersehen. So, wir müssen erstmal sehen, dass wir die Rotation ändern. Genau, wir spielen nämlich hier in Rotation 1. Wir wollen aber Rotation 2 spielen. Im 3D-Modus. Zack. Ist da irgendjemand nicht drauf? Ah ja, doch, der Dorn, Rotation 1 spielen wir, so. So, jetzt passt das. Mensch, Quatschtüte. Okay, weiter geht's. So, Vertrag für Pulisic. Jetzt kommt doch drauf an. Sehr fair, sagt er. Wow, sehr fair bei 5 Millionen schon? Okay. Ich hätte mit mehr gerechnet, der bleibt erstmal 5 Jahre. So sicher wie das Arm in der Kirche. So, immer noch sehr fair. 5 Millionen, das reicht. Hat jetzt seinen Vertrag vorliegen. Sehr gut, mein Freund. So, was willst du und was bietest du mir? 15 Millionen. 1. FC Nürnberg. Forderung stellen. Forderung stellen. Haben wir schon mal zweimal 20 Millionen. Dann geht er in jedem Fall weg für 20 Millionen. So, dann gucken wir mal, ob er zu mir gekommen ist. Da ist er, Pulisic, auf die Pressekonferenz. Zack. So, müssen wir erstmal jetzt gucken wegen dem Training. Er hat jetzt im Moment Spielstärke 73, aber der wird besser. Das sollte klar sein. Erstmal hier. Beweglichkeit, Antritt. Oh, 69 Flanken. Ja, das soll er noch üben. Dribbling. Und Ballkontrolle. So, die Flanken kommen aber ganz nach oben. Das macht er nämlich als allererstes. So, 74 auf 75. Auf 85, auf 90 passt. So. Superb. Dann hätten wir den Pulisic. Und der andere ist weg, Dorn. Der geht nach KA Gent. Haben wir 20 Millionen plus gemacht, beziehungsweise für 20 Millionen für Pulisic noch ausgegeben. So muss das sein. So, wir müssen das jetzt hier noch ein bisschen ändern. Sollen wir hier mal in die Rotation 2 reingehen, jeweils, und da den Pulisic auch einwechseln, nicht? So, er hat jetzt die Nummer 50, aber das wird geändert. Das wird geändert. So, Pulisic, wo ist er denn jetzt noch? So, Pulisic. Da ist er.
Nein, nein, hinein. So. Okay, passt. Rückennummer ändern. Die Rückennummer muss geändert werden. Pulisic, der kriegt jetzt die Nummer 19. So. Ist er wieder in der Reihe. Zacki Wupski. Fertig. Paris, Athen auf Wiedersehen. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was machen wir denn nun? Ene mene mu, was machen wir nun? Training zu gucken, wie die stärkste Mannschaft ist, wird wohl Bayern sein, denke ich mal. Genau, Bayern und dann sind wir direkt dahinter. 892 zu 869. Wow, wo ist denn Dortmund da unten? Ne? Hilft doch. Na gut, die werden wohl einige Spieler nicht aufgestellt haben. Spieler total verärgert. Wieso ist er denn total verärgert? Weil ich ihn von Chelsea geholt habe oder was? Ne, Spieler sind ja verärgert. Muss ich gleich mal lesen, was der ein Problem hat. Was hat er denn? Angebot Matthias Bader wurde abgelehnt. Ja, so muss das sein. So, Jugendspiel erreichen, abgeschlossen, so, Spieler sind verärgert. Matthias De Ligt ist verärgert darüber, dass Christian Pulisic auf diese Weise vorgestellt wurde und seine, ja, ja, soll die Backen halten, ne. Einfach mal die Fresse halten. So, weiter geht's. Ja, wir spielen im Weiß, die spielen im Rot, so muss das sein. 3D-Modus gegen Düsseldorf. Erster Spieltag. Erster Bulli-Spieltag. Ene mene mu, was machen wir nun? Schreck von Dreck renn weg. Der erste gegen den 10. Wir sind also letzte Saison 10. geworden. Ne, wir sind nicht erster geworden, wir sind zweiter geworden letzte Saison. Oder sind wir doch erster geworden? Hm, egal. Ich glaube, ich bin zweiter geworden. Upsala. Weil wir am letzten Spieltag ein 2:2 geholt haben, genau. Jetzt fällt mir das wieder ein. Jetzt fällt mir das wieder ein. Lalalalala. Jetzt fällt mir das wieder ein. Ausverkaufte Hütte in Düsseldorf. Wisst ihr, und hier seht ihr gerade schön, da habt ihr hier diese Wand in der Mitte von den Zuschauern, da wäre bei mir jetzt zum Beispiel eine VIP-Lounge. Gibt nochmal knapp 600 Zuschauer mehr und ein bisschen, natürlich ein bisschen mehr Einnahmen. Ja, das ist wohl auf dem Angriff, wa? Jungs. Und 1-0 durch Öcan. In der 5. Minute. So. Oh. Nein, 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 nein. Doch. Nein, 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 nein. Doch. Ein Hin und ein Her. Ein Her und ein Hin. Pulisic darf dann im nächsten Heimspiel antreten, das erste Mal. Na? Und 2-0 durch Chapois. Links außen. Der wird übrigens noch umgeschult auf links außen. Ne? Wie gesagt, die sind noch von der letzten Saison alle rechte und linke Mittelfeldspieler. Den Dorn habe ich jetzt verdickert, weil ich einen besseren gefunden habe. Und die anderen drei werden umgeschult auf rechts außen, links außen, wie auch immer. Das dauert aber seine Weile. Deswegen haben die auch ein bisschen schwächere Spielstärken als die normal rechts, links außen, die man dann so hat. Der ist gehalten.
Wenn ich hätte die auch alle vertickern können, aber dann reiße ich die Mannschaft wieder auseinander, das ist dann blöd. Nein, nein, die sollen sich einfach mal auf links und rechts außen. Den Dorn habe ich auch nur vertickert, weil er halt nicht die Talentsterne hat, die ich mir so vorstelle. Ja, aber es reicht auch. Also der habe ich wieder 40 Millionen für die Saison ausgeben, 20 Millionen eingenommen. Oder mehr auch, hier haben wir mehr verkauft, aber trotzdem, ich möchte nicht zu viel Geld verpulvern. Wie gesagt, wir müssen das Stadionumfeld ausbauen. Das Amateurstadion haben wir jetzt gebaut, das hat auch mal locker 91 Millionen gekostet. Ja. Nein, ich weiß, manche sagen, das ist zu übertrieben für eine zweite Mannschaft, aber die zweite spielt in der Elfmeter. Und? Nicht getroffen, ey. Die zweite spielt in der dritten Liga und höher werden sie auch niemals kommen, aber auch in der dritten Liga kann man damit Geld machen. So sieht's aus. Und jetzt in die Mitte Tor, 3-0, jawohl, durch Benja, mein Brasilianos, rechts außen. Früher war ich eigentlich immer auf dem Trichter, nur deutsche Spieler zu nehmen, damit ich keine Ausländerregel beachten muss. Die Ausländerregel 4-0, Wahnsinn. Durch Jan-Peter Arp, erstes Saisontor. Die Ausländerregel, die ja gekippt wurde, brauche ich darauf zum Glück nicht mehr achten. Und das mit deutschen Spielern ginge heute auch noch, aber das wird extrem schwer. So. 4-0 zur Halbzeit gegen Düsseldorf. Das lobe ich mir. Und der Co-Trainer sagt dann, was Sache ist. Der wechselt da raus. Kann er sehr gerne machen. So. Dann kicken wir mal. Und 5-0. Ja, habe ich nicht gesehen. Egal. Guck mal beim nächsten Mal oder nachher, wenn das Spiel zu Ende ist. Mal gucken. So. Ja, das Ding ist hier Essen gegen Düsseldorf. Gehalten. So macht das nichts. Und los geht's. Achso, Freistoß für die. Aber abgewehrt. Ja, die Abwehr steht. Ja, ich zeige euch dann gleich mal, oder morgen im nächsten Video zeige ich euch mal, wie meine Abwehreinstellungen sind, weil da manche noch ein paar Probleme haben, weil die viele Tore durch Flanken von außen kriegen. Im 3D-Modus. Wie gesagt, ist auch ein Ding, was ihr für ein 3D, was ihr für ein GPP spielt. Die meisten spielen ja Nummer 1. Also es gibt kaum noch einer, der das Original spielt. Das Original ist auch voll bescheiden. Aber, genau, was soll ich sagen? Ja, dann zeige ich euch mal, wie ich meine Abwehrreihe eingestellt habe, meine Viererkette. Ich habe auch schon mit einer Dreierkette, beziehungsweise sogar mit Libero gespielt. Also es funktioniert alles hier. Ist halt nur eine Einstellungssache, das ist alles. Die meisten haben da eigentlich groß keine Lust, da rumzustellen, weil sie dann auch verlieren, wieder umstellen müssen, dann wieder gucken und so weiter. Aber ich nehme mir die Zeit. Wenn ich dann eine Aufstellung gefunden habe, die funktioniert, wie die hier zum Beispiel, dann wird die abgespeichert und ja, dann habe ich sie. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie man die Taktiken auch wieder reinkriegt, dass sie auch hundertprozentig so sind, wie du sie eingestellt hast. Man muss sich die Sachen halt notieren oder fotografieren, wie auch immer. Und dann, also 6-0 steht es mittlerweile. Ja, können wir ja locker reden. Genau, und dann müsst ihr die halt in einem Spielstand abspeichern, den Spielstand nach der Taktik benennen und dann, bevor ihr euer normales Spiel fortsetzt, oder wenn ihr ein neues Spiel anfangt, ihr braucht ja eigentlich nur ein neues Spiel, dann habt ihr zum Beispiel zwei Taktiken, so wie ich, eine für Textmodus, eine für 3D-Modus, dann lasst ihr die zweite Mannschaft, die für 3D-Modus spielen, für Textmodus spielen, so,
Und in der ersten Mannschaft speichert ihr dann die für 3D-Modus ab. Und dann arbeitet ihr dann am besten mit den Rotationen bzw. mit den Schnellaufstellungen. Da könnt ihr genau einstellen, wer welcher Spieler spielen soll. Und dann braucht ihr dann nur anzutippen, wie ich das immer mache. Rotation 1 zum Beispiel oder so. Und dann habt ihr die Taktik direkt mit drin. Aber ich zeige euch das morgen mal, wie meine Abwehr eingestellt ist. Ist keine große Kunst, die bleiben alle hinten. Aber ich zeige euch das an. 6-0 gegen Düsseldorf, das Ding ist gegessen. Tabellenführer bin ich auch, glaube ich. Habe jetzt die anderen nicht im Blick gehabt. So, 6-0 gewonnen, sehr gut. Wir haben die anderen gespielt. Bremen 5-3 gewonnen. Bayern hat 0-1 gegen Dortmund verloren. Schalke 2-0 gegen Leipzig gewonnen, Frankfurt 3-0 gegen Gladbach gewonnen, Hamburg 1-1 gegen Freiburg, Hertha gegen Mainz 2-0, Stuttgart gegen Bayer Leverkusen 1-1, Wolfsburg gegen Hoffenheim 1-2. Okay, also bin ich locker Tabellenführer. So! Erstes Spiel, erster Sieg in der Bundesliga. Soll das erstmal relativ uninteressant. So. Gut. Dann gucken wir uns unsere Nachrichten an. Wir haben 7 Stück. Mal gucken. Cousin ist das wieder fit. Das ist sehr gut. Kann er wieder spielen, nächstes Spiel. So, abgelehnt für Gabanon. Jean-Claude Gabanon. Abgelehnt, ja, richtig so. Swanenberg, auch abgelehnt. Der hat's auch gemacht, ne? Guck mal. Alter Vater, ey. Rechtes Mittelfeld. So, Reserve Zwickau, 4-1 gewonnen, weg damit. So, super. Gut, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen beim letzten Spiel der Woche gegen Werder Bremen wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao.